Zurück in die Ruinen der Alten, los geht's. Oder auch nicht. Sir? Sir? Oh, mein Controller ist ausgegangen. Ups. Hallo? Okay, wir fliegen wieder. 10 verkrafte ich nicht? Na, hör mal. Schrapp, 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 schrapp. Wo waren wir denn daheim? Das war doch irgendwo hier. Mach noch die Maus aus dem Bild. Da sind wir doch. Ich würde 16 nicht als chill beschreiben. Weißt du doch gar nicht. Wir haben ja nicht so viel davon gesehen. Bisher. Vielleicht wird das jetzt das entspannteste Spiel der Welt. Das weiß man ja nicht. Ey, 10-2 will ich auch nochmal durchziehen. Mittlerweile holen sich ja alle die Lösungen von YouTube. Das stimmt. Ich war auch ein bisschen traurig, weil 16 hat anscheinend kein Lösungsbuch. Ich sammle halt gerne Lösungsbücher. Ich habe früher schon, also meine Mutter hat damals schon Spieleberater gesammelt zu SNES-Zeiten. Das habe ich so ein bisschen mitgegeben bekommen. Ich liebe Lösungsbücher halt einfach. Ich benutze die eigentlich nie. Oh, ups. Benutze die eigentlich nie. Aber ich finde die nice to have, einfach so nachzugucken. Und die Piggyback zum Beispiel sind halt richtig qualitativ hochwertig. Das Lösungsbuch in Final Fantasy XII, das ich habe, ist halt so edel und nice. Liebe ich halt übel. Final Fantasy X ist halt auch eins der besten Spiele überhaupt. Es ist so gut. Es ist so gut. Ach du Scheiße, wo kommt ihr denn her? Die kann sagen, Tuss. Hätte die das mal vielleicht auf Odin casten können? Was soll das denn? Die Oma, ne? Die trollt einfach. Ich weiß nicht, das liegt wahrscheinlich an meinem fortgeschrittenen Alter. Aber Lösungsbücher und Spieleberater haben für mich einfach so einen eigenen Charme. Ist ein bisschen schwierig zu erklären. Aber das hat irgendwie... Weiß ich nicht. Ich mag das halt voll. So, hier haben wir vorhin schon alles ausgeräubert. Richtig? Richtig. Ja, aber voll die Wundertüte. Haut dir einfach Sanctus raus. Ich werde nicht mehr. Das hätten wir bei Odin halt echt gut gebrauchen können. Es sind eben Bücher. Schöne, bunte Bücher vor allem. Ich mag bunte Bücher. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, schon mit Videoguides aufgewachsen zu sein. Als ich meine ersten Videospiele gespielt habe, gab es noch nicht mal, also schon das Internet, aber nicht. Nennen wir es mal frei verfügbar. Wegen Domi muss man sich manchmal ein bisschen alt fühlen, aber das ist okay. Irgendjemand muss uns alte Menschen ja beaufsichtigen. Er ist quasi der Chat-CV, wenn du so möchtest. Damit wir Alten nicht so viel Quatsch machen. Wieso kann ich da nicht durch? So dick ist er doch gar nicht. Ey, die Textguides von GameFAQ, die inzwischen ja auf HTML abgegradet haben, die sind richtig schick geworden, ne? Ja, oh, 26 ist ja aber auch noch voll süß. Jetzt castet sie wieder Hass. Okay, Oma. Neras! Na? Alles frisch bei dir? Ich hoffe vor allen Dingen das Wetter. Geht ganz schön tief rein hier, ne? Ja, jetzt muss Domi wieder raushängen lassen, wie klein er noch ist. Dabei bist du bald gar kein Baby mehr. Die 20 kommt. Dann ist Schluss mit Baby.
Der Regen ist so angenehm, ne? Ich liebe ja Regen. Ich meine nicht zu viel Regen. Ich habe gehört, anderswo im Bundesland sind schon wieder Keller vollgelaufen. So viel Regen nicht. Ist vielleicht der Vorteil, wenn man keinen Keller zum Volllaufen hat. Sprach sie, während sie im Erdgeschoss sitzt und einfach dann das Setup wegschwimmt. Aber reden wir nicht drüber. Ja, wir haben schon die Demo gespielt und vielleicht spielen wir morgen weiter. Aber mein Gott, dieses Spiel braucht 3 Jahre zum Installieren. Die 100 Gigabyte, Mann. Fandest du die Demo doof? Bei meinem Vater ist die Fußgängerzone zum Fluss geworden. Ich weiß nicht, ich habe es aber auch im Standby laufen gehabt. Also nach 1,5 Stunden war es noch nicht fertig. Es war Game Ready nach 15 Minuten. Aber die anderen 85 GB, die haben sich ein bisschen rar gemacht. Aber vielleicht, weil ich es in Standby gepackt habe. Ich weiß nicht, ob es dann langsamer installiert ist. Macht keinen Sinn, aber man weiß es ja nicht, ne? So, ich glaube, wir sind da. Ich heile mal die Truppe nochmal. Wo ist das Luftschiff, das angeblich nicht zerstört werden kann? Es muss meiner Meinung nach erst noch geboren werden, aber... Wie gern ich doch würde. Na, mach doch einfach. Gönn's dir doch einfach. Ich liebe Sphärobrett. Kein Sphärobrett-Slender in meinem Stream. Pass jetzt gut auf. Chat, aufpassen. Die Treppe dort drüben führt zur Oberfläche. Wenn du wieder an Bord der Invincible gehen möchtest, stell dich in ihren Schatten und drücke A. Wenn du dich Bergen näherst, erscheint ein Ausrufezeichen. Drücke A, um durchzustarten und über die Berge zu fliegen. Drücke B, um das Schiff zu stoppen. Losfahren kannst du, wenn du dich ans Steuerrad stellst und A drückst. Alles verstanden? Ich hoffe, ihr habt euch Notizen gemacht. Ich hab's ja von der Disk-Version installiert. Ich hab's nicht runtergeladen, ich hab's von der Disk installiert. Gut, dann folgt mir. Die Oma ist richtig kompetent, merkst du was? Die haben schon 2 Luftschiffe kaputt gemacht. Ich war nicht schuld. Wenn ihr Gillen diese Dinger hier tut, könnt ihr Items, Waffen und sogar Rüstungen kaufen. Wieso sollte ich sie mir nicht einfach nehmen? In die Ecke nahe dem Heck habe ich den fetten Chocobo herbestellt. Wo bist du denn? Komm raus, du molliges Huhn. Ist doch kein Huhn. Hauptsache, der fette Chocobo sitzt jetzt in meinem Luftschiff. Wisst ihr, wie viel der wiegt? Wie viel Treibstoff das frisst? Chocobo. Halt, wirklich. Ja, vielleicht war meine Disk einfach ein bisschen langsamer als deine. Aber dafür habe ich die Demo schon abgeschlossen. Wenn du erst Goblins verhaust, hast du noch ein bisschen. Chihiros Reise des Baby-Elfvogels. Er ist precious. Vor allen Dingen, weil er halt wirklich aussieht wie ein Baby. Betten! Wir müssen nie wieder überteuerte Gasthausgebühren bezahlen. Nice. Dort in den Betten könnt ihr euch ausruhen. Doga ruft mich. Ich muss jetzt gehen. Ja, geh nicht. Der ist in den Spalt gegangen. Was schon? Leider. Aber den Rest werdet ihr schon ohne mich schaffen. Ach Gott, Mini. Oh, wenn ihr so zusammenzuckt, wenn ihr einen eingeklemmten Nerv habt. Oh, nicht witzig. Freu dich nicht zu früh, du weißt, was mit den anderen Luftschiffen passiert ist. Psst. Vor allen Dingen lassen wir das U-Boot jetzt einfach hier, oder was? Der Mini ist vom Kallax in seine Tonne gesprungen und hat mich übelst erschreckt. Oh, aua. Denkt daran, geht zur Höhle der Schatten nördlich von Amur und gewinnt den Zahn der Erde für euch. Höhle der Schatten?
Waren wir da nicht schon mal? Ich glaube, da waren wir schon mal. Wobei, da können wir eigentlich noch nicht gewesen sein. Aber da oben in der Ecke waren wir, glaube ich, schon mal. Ja, das hat sich echt ein bisschen angefühlt, als hätte mir einer so stabby-stab in den Nacken. Ach, wie das zwiebelt, Kinder. Passend wegen Zwiebelritter und so, verstehst du? Wenn ihr ihn habt, kommt noch einmal in Dogas Schloss vorbei. Doga und ich werden euch vor der Fortsetzung eurer Reise etwas überreichen. Viel Glück mit dem Zahn der Erde. Bis später dann in Dogas Schloss. Tschüss. Tschö mit Ö. Oh, jetzt ist die Omi weg. Einfach abgehauen. Okay, erstmal Betten testen. Sweet. Einfach ein portables Inn. Aber wieder kein Boss. Weder im Tempel der Zeit, noch hier ein Boss. Super weird irgendwie. Und Chocobos. Mogris meine ich. Ups. Die vier Alten. So wird man ein Held. Helden wie wir müssen immer in Bestform sein. Essen und Schlafen ist von höchster Wichtigkeit. Also lasst alles stehen und liegen, geht an die frische Luft und bewegt euch. Ja, gerade ist schlecht. Gerade regnet's. Und du? Hier kannst du alles über deine Abenteuer ansehen, Kupo. Ach, er hat das Monster-Ding. Ich habe mich nämlich schon gewundert, wo die Monsterfibel eigentlich hieß. Ich wusste, dass es eine geben sollte, aber ich habe halt nie eine gesehen. Schätze, das ist sie wohl. Wie viele Monster gibt's wohl? Ich scroll mal, ne? Ihr habt Zeit mitgebracht. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir heute noch nicht 16 spielen, weil dann können alle auch noch so ein bisschen schon mal Vorsprung haben. Außerdem streamt das heute jeder. Ja, oh, es sind mehr als 151. Schade. 200 vielleicht? Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns. Die haben Sterne. Das sind wahrscheinlich die Bosse, ne? Ja, das war der erste Boss im Spiel. Das heißt, es kommen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 Bosse noch? Das sind doch mehr, als wir jetzt bisher gesehen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben erst 12 Bosse gesehen und 19 kommen noch. Aber ein paar sind bestimmt so super, ultra, mega Bosse. Ist das FF3 von der Story gleich der Pixel-Version? Das weiß ich leider nicht. Ich glaube, die 3D-Versionen sind ein bisschen gekürzt. Aber da ich die Pixel-Version noch nicht gespielt habe, kann ich es dir leider nicht sagen. Oh, ein Dunkelmesser. Eine Drachenlanze. Vielleicht sollte ich doch mal Wikinger, Diebe und Dragoons wieder hier ans Steuer lassen. Eine weiße Robe für Refia. Aber es macht auch nur eins mehr. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Ein 3D-Remaster-Exclusive-Boss. Eieiei. Räuber, Diebe sind auf Ganoventur, doch zwei ganz liebe. Ach ja, schön. Beben. Saugen. Chat, wollen wir saugen? Kennst du Chip und Chap nicht? Ritter des Rechts, Rescue Rangers. Komm schon, so alt bist du nicht. Also so jung. Saugen. Saugen. Kacke. Raus. Auf die stille Treppe.
Chip und Chap ist ultra cool. Ich liebe Chip und Chap. Oder wie sie eigentlich heißen müsste, Chip und Dale. Was wiederum eine Pun ist auf Chip und Dale. Das kann er doch aber bestimmt nicht. Ist ja eine Beschwörung. Ich war gerade kurz excited, aber das kann er bestimmt nicht benutzen. Ich kenne den Final Fantasy 9 Memoria Trailer und ich liebe alles daran. Okay, sagen wir fast alles. Aber ich kenne den, der ist mega toll. Final Fantasy 9 ist ja mein Lieblings-Final Fantasy mit 14 zusammen. Und holy shit, Mann. Ich bin so gespannt, wie das echte Remake aussehen wird. So, hier hast du gesagt, komme ich wieder raus, aber das war gelogen. Fliegen wir mal los. Ich hoffe, es macht Schrapp, Schrapp. Oh Gott. Hi, na? Oh, imagine, jetzt hätte die Musik funktioniert. Es wäre so ein Killer-Fire-Moment gewesen. Aber nein, leider nicht. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich hab sehr wilde Reviews zu 16 bisher gehört. Es gibt Menschen, die das Spiel total scheiße finden, wie immer. Aber ich bin richtig gespannt, wo die Reise hingeht. So, und unsere Reise geht jetzt, glaube ich, da rechts zu dem Knubbel da, oder? Gucken wir mal. 10 ist auch toll. Also 14 und 9 stehen bei mir auf einer Stufe seit Endwalker. 10 kommt dicht danach. Dann glaube ich 4. Und dann macht es keinen Sinn mehr, eine Bestenliste zu haben, glaube ich. Die sind alle toll. Die sind alle toll. Mann, so ohne Schrapp-Schrapp ist echt traurig. Darf ich das mal sagen? Ich halt mal an. Kann ich jetzt Schrapp-Schrapp haben? Jetzt haben wir nicht mal mehr das Schrapp-Schrapp. Das ist traurig. Ob das die Berge sind, die gemeint sind? Die kleinen Berge hier? Jetzt ist es wieder da. Nice. So ein bisschen albern. Schrapp, 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 schrapp. Die Idee dahinter ist ganz cool, aber es ist ein bisschen wild. Ja, das Problem ist, in der Steam-Version ist die Musik der Mobile leider kaputt, aus irgendeinem Grund. Es gibt einen Fix, der hat bei mir aber nicht funktioniert, deswegen müssen wir jetzt die ganze Zeit leider auf die geilen Musiken verzichten, die es eigentlich gibt. Selbst der Chocobo ist kaputt. Irgendjemand schießt hier mit Kanonen. Deswegen würde ich auch nicht auf eine PC-Version von Final Fantasy 16 warten. Square kann keine PC-Ports. Es tut mir echt leid. Chrono Trigger hat mich gebrochen. Ihr müsst das verstehen. Chrono Trigger hat mich fucking gebrochen. Seitdem kaufe ich keine PC-Ports von Square Enix mehr. Ja, sind wir denn hier richtig? Ich nehme es mal stark an. Höhle der Schatten. Sauber, erstmal so ein fettes Gerippe. Da steht einer. Hallo? Ich bin aus Falgabard angereist. Einige Menschen in dieser Höhle. Monster. Ups. Einige Monster in dieser Höhle spalten und vermehren sich, wenn man sie auf herkömmliche Art angreift. Ja, und wie soll ich sie dann angreifen? Was ist die unherkömmliche Art? Verrätst du mir das auch? Nein? Toll, danke für den Tipp. So, lass mal erst einen kleinen Zeh reinhalten.
mal abchecken. Menschen, Monster, alles das Gleiche. Das ist durchaus manchmal leider wahr. Eigentlich ist der Mensch schon das größte Monster von allen. Ich frage mich ja, wenn die sich teilen, ne? Bekomme ich dann mehr XP? Oder einfach nur mehr Stress? Aber wenn ich Luna zum Dragoon mache, wird er schwach. Glaube ich. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, wie das Jobsystem hier funktioniert. Weniger XP, weil du mehr Dreck gemacht hast? Nein! Das wäre gemein. Weil ich meine, Lunith ist jetzt Joblevel 85. Ich weiß nicht, ob ich ihm den Job nochmal wegnehmen möchte. Der haut jetzt alles zu Brei, wenn ich ihn auf den Dragoon mit Level 1 runterpacke. Der wahrscheinlich so 3 Schaden. Schwarzmoschus. Ich meine, wenn ihr wisst, dass das Kampfsystem anders funktioniert, belehrt mich gern eines Besseren. Ich check's nämlich einfach nicht. Erteilt sofortiges K.O. Ist so Umschulung mit 85, macht doch keiner mehr. Ich glaube, das kann mir nicht mal Les sagen, leider. Vielleicht sein schlaues Buch. Okay, ich sollte mit Arc eventuell nicht mehr physisch angreifen hier drin. Ich glaube, das sorgt für Probleme. Es ist aber auch immer so leicht zeitverzögert erst greift, ne? Velfor? Entschuldigung? Das wage ich aber zu bezweifeln. Weil Faris ist nicht grün. Ach, guck mal. Mit herkömmlichen Angriffen meint er einfach physische Attacken. Kann er das nicht dazu sagen? Ich werde sie jetzt nicht alle zum Magier machen. Gar kein Bock. Dunkelkrallen. Sind das eigentlich Dragoon oder Dunkelritter? Ich glaube, das sind Dunkelritter, ne? Meine Dunkelklinge war zu schwach. Aber vielleicht war es mein Schicksal, euch hier anzutreffen. Nehmt dies an euch. Das ist Vivi. Nein. Ist das meine Aufforderung, ein Dunkelkrieger, Dunkelritter, wie heißt es hier nochmal? Dunkelritter zu machen. Wir haben so viele Berufe, guck dir das mal an, ey. So viele Berufe. Ich glaube, du meinst auch Vivi. Was sage ich zu dem Dragon Quest Monsters, was rauskommt? Ich habe ein bisschen Bock drauf. Sieht schon ganz cute aus. Ich habe auch, glaube ich, irgendwann vor 100 Jahren mal ein Dragon Quest Monsters gespielt. Gab es für den GBA eins? Bilde ich mir das ein? Wenn ja, habe ich das gespielt. Noch. Mach dir nichts draus. Ich gebe auch allen immer lustige Spitznamen, weil ich mir Namen nicht merken kann. Das Drogen-Mario, das sah fantastisch aus. Ich fand die Direct generell ziemlich cool, muss ich sagen. Ich meine, Super Mario fucking RPG Remake. Hallo? Der Millennial in mir rastet ein bisschen aus. Vielleicht nicht zu sehr. Ich sollte nicht vergessen, mich zu heilen. Das könnte sonst sehr schnell ins Auge gehen. Aber holy shit, Mann. Benjamin fucking Blümchen. Das war schon eine wilde Direct, so. Das war schon eine sehr wilde Direct. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht, ob es das Summer Game Fest für mich gewonnen hat, weil die Wholesome Direct war einfach viel zu gut. Aber war schon richtig nice.
Neues Wario. Der November wird richtig geil. Mein Geburtsmonat wird wieder richtig nice. Spielen wir schön Wario? Spielen wir doch nicht nur Final Fantasy dieses Jahr? Erstmal schön geil Wario, ja. Und ich hätte Bock, Super Mario RPG im Stream zu spielen. Bin ich ehrlich. Woher wusstest du? Hast du meinen Stachel gesehen? Ist Benjamin Blümchen eigentlich was Deutsches? Das habe ich mich ehrlich gesagt gestern auch gefragt. Ich würde fast sagen ja, weil der Name ist so... Ne? Ich glaube, Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen sind tatsächlich auf unserem Mist gewachsen. Aber beschwören könnte ich es nicht. Ich meine, ich könnte auch ganz knapp Steinbock sein. Aber nein, ich bin noch Skorpion. Merkt man auch. Kann sehr giftig werden, wenn man mich ärgert. Dann kommt der Stachel und macht Zing! Und sticht. Warum haben die plötzlich alle so krasse Magieverteidigung? Wann ist das denn passiert? Wann ist das denn nur passiert? Komme ich ja anscheinend nicht an die Kiste. Bibi und Benjamin sind aus Österreich? Oh nein. Das ist jetzt hart. Kann der mal aufhören? Machen doch ein bisschen viel Schaden, um sich so viel aufzuteilen. Ja, reden wir lieber nicht über die anderen im Bord aus Österreich. Aber das musste ich ehrlicherweise auch denken. Ich habe drüber nachgedacht, einen Witz drüber zu machen. Dann habe ich mich dagegen entschieden. Ich hoffe, in der Kiste war nichts Wichtiges. Warum ist hier so ein Raum? Wer sieht halt wirklich 1:1 aus wie Benjamin Blümchen. Es ist halt richtig verstörend. Ich meine, generell ist dieser ganze Trailer so, ihr habt jahrelang Witze darüber gemacht, dass Mario Drogenpilze nimmt. Wollen wir doch mal sehen, wie ihr das findet, wenn er wirklich Drogenpilze frisst. So, der ganze Trailer so. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, das gucke ich mir aber erstmal vorsichtig bei anderen Leuten an. Das erste Mario ab 18. Drogen sind schlecht, Kinder. Drogen sind schlecht. So als abschreckendes Beispiel. Mario wird zum Elefanten. Das kann schon erschreckend wirken. Ein bisschen erinnert mich das Pferd an das von Odin. Ein kleines bisschen. Oh, es frischt gerade nochmal richtig auf. Nice. Mal wieder so eine Nacht richtig schlafen. Wäre halt auch geil, ne? Bin ja leider so ein Mensch, ich kann bei heißen Temperaturen schon schlafen. Nur nicht gut. Ich überhitze leider immer. Das Ziel des Spiels ist es, mit Peach Pilze zu fressen. Yo. Apropos, man hat ja nicht viel davon gesehen. Aber dieser Teaser für das Prinzessin Peach Game fand ich ja auch ziemlich cool. Ich mochte aber auch Super Princess Peach. Das hat ja damals übelst die Hate-Welle abbekommen, was ich nie verstanden habe. Weil das eigentlich echt ein solides Spiel ist. Aber das könnte echt cool werden. Au.
Ich hoffe, wir sind bald da. Mir geht langsam die Heilung aus. Peach Game stelle ich mir eher langweilig vor. Nein. Es war voll cool. Mit ihren 4 Emotionen und den Modi daraus. Einfach mal kurz die Misogynie-Brille absetzen und sich drüber freuen, dass sie ein eigenes Spiel bekommen hat. Ja, Altbau hat halt das Problem, wenn es einmal warm ist, kriegst du es nicht mehr raus. Wir haben vorher in einem Altbau gewohnt, das ist richtig geil. Solange er kühl bleibt. Aber wenn es einmal wirklich warm wird im Altbau, kriegst du diese Temperatur nicht mehr raus. Das ist der große Nachteil am Altbau. Wenn du einmal so im Altbau 30 Grad hast, dann ist vorbei einfach. Was macht ihr denn da jetzt? Tötet die doch einfach. Mann. Ich glaube, arg sind die Zauber ausgegangen. Na, okay, da kann man Glück haben. Ja, wir haben im zweiten Stock Altbau gewohnt, das war wild. Also der eine Sommer, da hatten wir dann wirklich irgendwann mal 30 Grad in der Bude und es ging nicht mehr weg. Okay, Kompako, ist ja auch schon spät, wie ich sehe. Haust du rein, schläfst du gut? Gönn dir eine schöne Mütze Nachtschlaf. Das sollte heute endlich mal möglich sein. Und danke, dass du da warst. Vielleicht sehen wir uns ja morgen oder übermorgen zu 16. Schwitzen ist aber gut, weil das bedeutet, dass dein Körper richtig funktioniert. Wenn du wie ich leider eine Krankheit hast, die das unterbindet, kriegst du halt Hitzschlag. Ist blöd. Schwitzen ist super. Schwitzen ist die natürliche Reaktion des Körpers auf Hitze. Ist nur blöd, wenn du es nicht mehr tust. Ich glaube nicht, dass hier nichts ist, by the way. Irgendwas stimmt hier nicht. Nein, ach, zu langsam. Da sind die Stufe 3 Zauber einfach leer. Sehr frech. Deine Pfanne ist zu klein? Für was? Ja, mein Körper kann halt leider seine Temperatur nicht selber regulieren. Das heißt, ich muss im Winter sehr warm gehalten werden. Und im Sommer kühle ich halt leider nicht selber. Das heißt, ich muss gekühlt werden. Weil ich sonst Hitzschläge ohne Ende kriege. Das ist nicht so gesund, hab ich gehört. Aber naja, kann man nichts machen. Ach, du bist auch leer? Uff. Wird echt Zeit, dass wir mal ankommen. Warte, ich habe noch High Potions. Benutzen wir doch erstmal die. Super merkwürdig, als ob da in dem Gang nichts war. Hm. Ich fühle mich ein wenig verloren. Ich hoffe, der Boss hat das mit dem Teilen nicht auch drauf. Das wäre unangenehm. Ich meine, vielleicht gibt es hier auch wieder keinen, aber das würde mich wundern. Ich soll ja hier, glaube ich, den Zahn der Erde holen. Also würde ich mal stark annehmen, dass es hier einen Boss gibt. Hä? Okay, irgendwo muss es hier einen Geheimgang geben, weil das bringt mich nicht weiter. Das führt mich nur im Kreis an der Nase herum.
beäuge kritisch. Au, jetzt hör doch mal mit den Crits auf. Ich habe doch keine Heilung mehr. Richtig ungehobelt. Immer diese Crits. Ach so, oder wir gehen einfach hier lang. Das geht natürlich auch. Der eine Schatten, in den ich nicht reingelaufen bin, ist es dann natürlich wieder. Man kennt's. Ist ja irgendwie immer so. Man kriecht in jede Ritze und die eine Ritze, in die man nicht gekrochen ist, die war es dann natürlich. Frech. Genji-Fäustlinge. Sind wir jetzt schon an den Genji-Sachen? Oh, keiner kann das ausrüsten. Du willst mich doch verarschen. Warum denn? Ich meine, der eine ist Ritter. Hör mal. Abwehr wäre schon geil gewesen. Aber bestimmt Dunkelritter können das bestimmt ausrüsten. Apropos, wie viel macht denn das Schwert? 105. Wirksam gegen sich spaltende Gegner. Aber jetzt lohnt es sich auch nicht mehr noch zu switchen, oder? Diese Qual der Wahl, sie quält mich. Jetzt wird's trippy hier. Jetzt wird es trippy. Ja, Sky hat uns einfach hängen lassen. Haut raus, dass seine Pfanne zu klein ist, oder geht er einfach wieder? Richtig gemein. Kannst du ja nicht machen. Okay, dann erzählst du uns aber alles. Aber ist schon richtig, kochen sollte man immer lieber Single-Tasken. Hast schon recht. Mich treibt nur dieser Dungeon langsam in den Wahnsinn. Muss ich ehrlich sagen. Ich überlege schon, Jobs zu switchen und oder Teleport zu benutzen, weil ich habe bald keine Heilung mehr. Also wenn es noch lange dauert, mein Problem. Muss ich leider nochmal auftanken. Ey, diese ganzen Star Ocean Remix in letzter Zeit, ne? Übelst wild. Aber ich weiß nicht, mich stört ein bisschen der Artstyle daran. Also es sah an sich super interessant aus, aber irgendwas an dem Artstyle passt mir nicht. Er war mir ein bisschen zu wild. Hör doch mal auf. Machen wir einfach 700 Schaden, Alter. Woran ist es gescheitert? Ich kann mich halt auch nicht heilen, ne? Ist ja auch ein bisschen gemein, dass du
hier diese Penalty bekommst, wenn du den Job switcht erstmal. Ist ja erstmal ein paar Kämpfe gehandicapt. Mir wäre jetzt schon ein bisschen wohler, wenn Les und sein Lösungsbuch hier wären. Das klingt nicht so toll. Ich meine, ich habe auch nur ein Star Ocean gespielt auf der PSP, glaube ich. Star Ocean A? Weiß ich gar nicht. Das fand ich halt auch nicht so doll. Konnte mich nicht für sich gewinnen. Damals. Ist aber auch schon... Dann kam die PSP raus. 15 Jahre her, 20. War irgendwie nicht so meins. Aber man kann ja auch nicht alles mögen. Muss man ja auch mal sagen. Irgendwie klippt hier die Textur komisch. Ich habe vor allen Dingen die ganze Zeit Angst, dass ich in einen Boss reinlaufe hier. Nein, stopp. Ich muss doch umziehen. Vorne. Hinten. Vorne. Vorne. Junge, was ist mit den Crits? Bald kein Blitz mehr. Die Dungeons sind einfach zu lang dafür, dass man keinen Save am Ende hat. Ich meine, wie lange sind wir jetzt hier schon drin? Gefühlt eine Stunde. Immer noch weiter runter. Ich habe heute schon 4 Phönixfedern verbraten. Das ist nicht gut. Das ist ja nicht gut. Ich habe das Gefühl, wir müssen gleich nochmal den Rückzug antreten. Und das ist hier noch nicht mal Eureka. Kann doch aber bestimmt auch wieder keiner von mir ausnutzen, oder? Das sieht nämlich auch wieder nach so einem Dings aus. Ja. Ach, aber will ich ihn jetzt umrüsten? Ich weiß nicht. Ich will nicht, aber vielleicht sollte ich. Genji-Schild, na klar. Das war wieder eine Falle. Ich fürchte, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo es leider Sinn machen würde, mit den gewonnenen XP raus zu teleportieren, Vorräte aufzufüllen, nochmal runterzulaufen. Auch wenn ich es nur ungern zugebe. Das ist vielleicht der Course of Action, der hier nötig sein wird. Weil ich habe halt wirklich gleich keine Heilung mehr. Wir haben jetzt ein paar Level mehr. Also kommen wir eventuell schneller durch. Vor allen Dingen habe ich langsam das Gefühl, im Kreis zu laufen. Lass mich mal was nachsehen. Okay.
Cave of Shadows. Vielleicht hätten wir auch zuerst in Falgabad vorbeigucken sollen. Wo die herkam. Ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen Story geskippt aus Versehen. Aber dann müssen wir das ganze Puzzle nochmal machen. Ja, das Ding ist, kriegst da auch nur Sachen für den Dark Knight, leider. Auge juckt. Was wartet denn hier eigentlich am Ende auf mich? Wow, das Ding hat 9 Floors und dann 30.000 HP-Boss. Ich glaube, wir wollen das lieber safe playen, oder? Wenn ich halt wüsste, auf welchem Stock wir sind. Ich habe ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Oh Gott, es war ein Desaster, aber es schmeckt. Ich meine, ist doch die Hauptsache, oder? Warte, woran erkenne ich, dass wir da sind? Wir haben gerade das Genji Shield aufgehoben, ne? Sind wir jetzt erst im 7. Stock? Ach du Scheiße, was ist das für ein Dungeon, Junge? Ja, wenn man die Küche versaut, sollte man die lieber sauber machen. Es gibt das Ärger mit Mitbewohnern. So, lass mal gucken. Jetzt wird's hier ganz wild. Ach, ich wünschte einfach, wir könnten safe staten. Weil der Boss ist gar nicht so wild, aber... You know. Wenn wir eh nochmal durchrennen müssen, dann aber lieber mit dem Gain, den wir jetzt schon haben. Ist hier die Armor drin? Der Helm. Das heißt Genji Helm. Ja, dann sind wir jetzt quasi da. Aber wo sind denn deine Eltern im Urlaub ohne dich? Einfach, ist ja frech. Ich meine, man könnte es versuchen, aber wie gesagt, es wäre halt ziemlich risky. Seit 9 Jahren? Frech. Haben meine aber damals auch gemacht. Ich habe halt auch fast keine High Potions mehr. Und dann können wir den Dark Knight auf Ingus mal ausprobieren. Mal gucken, was der so kann. Komm, ich bin ein großes Mädchen. Ich porte mich mal raus. Und dann... sind wir umso stärker, wenn wir wieder hier unten sind. Und dann wollen wir doch mal sehen. Irgendwo hier ist noch eine Rüstung. Die hätte ich gerne. Da. Die Genji-Rüstung für mein Dinges.
Ja, also nochmal so 24 Verteidigung. Sag ich aber nicht nein zu, hör mal. Da sag ich nicht nein. Ist da links auch noch was? Nö. Okay, dann verschwende ich noch 2 Potions. Und dann ist Boss-Time, schätze ich mal. Oder auch nicht. Die beiden müssen mir jetzt natürlich noch in die Parade fahren. Solche Schelme. Oh nein. Arg, tu das nicht. Wieso ist dein Zauber leer? Nein. Jetzt bitte nicht noch ein Elend produzieren. So kurz vorm Ende. Danke. Noch ein Level-Up für Luneth. So. Jetzt aber. Ach, komm schon. Gibt's doch nicht. Nein, Arg, nein. Ich konnte den Autokampf nicht aufhalten. Es ist einfach dieses Unkonzentrierte. So, du machst jetzt einfach mal gar nichts. Jetzt klatscht das Ding bitte einfach weg. Könntet ihr euch vorstellen, das ganze Spiel ohne Autokampf in dieser Geschwindigkeit zu spielen? Ich nicht, ehrlich gesagt. Boah, aber alle hier nochmal Level up. Sweet. Ich glaube, man soll das auch machen. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du, ohne wahnsinnig zu werden, sonst hier durch den Dungeon kommst. So. Sind wir jetzt auch wirklich alle geheilt? Ich glaube schon. Fingers crossed. Der hat auch 30.000. Wir haben heute aber schon Odin mit 31.000 weggeklatscht. Ich glaube an mich. Ich hoffe, dass du gut warst. Let's go. Wir haben ihn gefunden. Den Zahn der Erde. Sieht so unbeeindruckend aus irgendwie. Wer wagt es, das ewige Siegel zu brechen? Ups. Ein dunkler Schatten greift dich an. Ach du Scheiße. Wer bist denn du? Hekatonchair. Wie stehst du zu Feuer? Könnt ihr auch mal Analyse zaubern, aber eigentlich bringt uns das nichts, ne? Einfach immer feste drauf, würde ich sagen. Das waren schon mal gute 10%. Ah, so 6.000, 7.000. Wenn er jetzt die 10.000 voll macht, wäre das schön. Nice. Solange er nicht wieder so einen Gruppen-Vibe hat, könnte das schon was werden. Es ist halt super gemein, dass die zweimal angreifen dürfen. Ich meine, okay, wir sind 4 gegen 1. Ich sollte wahrscheinlich die Schnauze nicht so weit aufreißen. Was Fairness angeht. Aber komm schon, der ist doppelt so groß wie ich. Und gleich macht der Revier kaputt. Du Miststück. Das machen die doch heute aber auch einfach mit Absicht, um mich zu triggern. Also, es kann nicht sein, was hier passiert. Es kann halt wirklich nicht sein. Vor allem kriege ich die doch jetzt hier auch nicht mehr hoch. Die arme Frau. Heute läuft's irgendwie nicht. Ich habe gedacht, wir hätten mit Odin die Kurve gekriegt, aber es läuft irgendwie nicht so richtig.
Weil die 500 retten ihren hübschen Popo auch nicht. Warum hat Ark so eine krasse Verteidigung? Ich find's gut. Aber warum? Was ist da denn passiert? So, ich hoffe, Refia zaubert schnell. Bitte. Möglichst bevor er wieder angreift. Ich kann mir nicht leisten, mehr Phönixfedern zu verlieren. Oh. Okay. Gut. Da hätte ich wohl nicht rausrennen müssen. Aber zumindest haben wir jetzt festgestellt, dass Dark Knights echt cool sind. Uff. Uff, 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 uff. Uffi, uff, uff. Zahn der Erde erhalten. Damit haben wir, glaube ich, alle. Und jetzt müssen wir zurück zu Dogas Schloss. Ich freue mich schon, Unai und Doga wiederzusehen. Aber Doga ist doch auch gar nicht mehr da, dachte ich. Der ist doch einfach nicht mehr da. So, normalerweise würde ich rauslaufen. Aber da wir jetzt schon zweimal durchgelaufen sind und ich diesen Ort einfach nur noch verlassen möchte, gehen wir jetzt einfach. Das habe ich mir verdient. Wenn wir nochmal grinden, dann nicht hier. Dann ganz bestimmt nicht hier. So, geheilt bin ich ja, richtig? Richtig. Dann wollen wir doch mal dieses Dorf und der Schwarzmagier noch schnell suchen. Schwarzmagier. Dunkelritter natürlich. Das muss eigentlich auch hier irgendwo sein. Aber ich habe es nicht gesehen bisher. Wenn ihr es seht, sagt Bescheid. Das ist hier hinten. Vielleicht ist es unsichtbar. Das würde ich mir schon noch gern angucken. Vielleicht haben die da auch noch ein bisschen Gier. Weil ich glaube, ich möchte Ingus tatsächlich als Dunkelritter behalten, weil der Damage, den ich da gesehen habe, muss ich durchaus sagen, der gefällt mir ziemlich gut. Klar, er kann nicht Not heilen, was er als Ritter konnte, aber wenn er die Viecher einfach totschlägt, müssen wir auch nicht heilen, richtig? So, also hier sehe ich schon mal kein Dorf. Eddie macht es also doch immer besser. Nicht immer, aber manchmal vielleicht. Nur sehe ich jetzt hier echt kein Dorf oder so. Schrapp, schrapp, schrapp. Suchen wir mal ein bisschen. Ansonsten... Eierrochen. Ach, Eisrochen. Ups. Ansonsten wartet ja Doga auf uns. Ja, das mit den Bergen ist eigentlich so eine coole Idee und vielleicht macht es mit Musik mehr Spaß, aber es ist halt auch nicht so das krasseste Rätsel. Ich dachte auch, als sie sagten, wenn du A drückst, dashst du über die Berge, dass das so eine einmalige Sache ist. Es ist ein bisschen wack, ist es schon. So, weil da oben links ist ja unser Sandy-Popandi. Das muss halt eigentlich irgendwo hier sein. Was es damit auf sich hat, wissen wir auch noch nicht. Nee, nicht nach unten, ne? Du kannst hier nicht landen. Okay, Entschuldigung. Diese mysteriöse Oase. Kann ich eigentlich noch U-Boot fahren? Ich glaube nicht. Das ist halt auch ein bisschen schwierig. Ich würde gerne noch mehr Sachen erkunden. Da müssen wir dann vielleicht das U-Boot wieder abholen. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal da rauskriegen. Das gammelt ja... Jetzt haben wir das Schrapp-Schrapp verloren. Das gammelt ja jetzt immer noch bei den Ancients rum, ne? Weil hier ist zum Beispiel noch so ein Ding... wo bestimmt noch irgendwas ist. In der großen Zange, hier waren wir auch noch nicht. Aber ich kann nicht mehr
auf dem Wasser landen, leider. Sie mag jetzt invincible sein. Aber kein U-Boot mehr. Es ist keine Nautilus mehr. Aber so weit kann doch dieses Dorf von den Dunkelrittern auch nicht weg sein, oder? Ist ja auch ein bisschen komisch. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwo in diesem Maze versteckt und ich sehe es einfach nur nicht. Weil ich blind bin. Versuch mal, ob ich Schrapp wieder anmachen kann. Es ist so still. Hab ich eigentlich gespeichert? Ich speichere mal noch. Das ist auch so random hier. Das ist ein Chocobo Forest, ne? Das habe ich mir gedacht. Kann ich mit einem Chocobo da irgendwas machen? Das wirkt halt so komplett random irgendwie. Der Chocobo kommt hier auch nirgends hin. So, warum ist hier ein Chocobo Forest? Wenn der mir gar nichts bringt. Ich habe das Gefühl, irgendein Memo haben wir hier noch nicht bekommen. Schrapp ist gone. Warum? Ich habe keine Ahnung, wo das Dorf sein soll. Eine Karte wäre cool. Also, so eine beschriftete Karte. Weil da ist ja schon das Sandeportal. Da gehen wir jetzt mal lieber nicht hin, auch wenn wir es jetzt könnten. Ich will doch nur wissen, wo die Dunkelritter wohnen. Wieso darf ich denn jetzt wieder nicht? Keine Lust, jetzt nochmal da durchzufahren. Chat, kann einer von euch mal eine beschriftete Karte googeln? Vielleicht gibt es eine. Weil das hier bin ich ja alles schon mal abgelaufen. Da war ja auch nichts. Und jetzt bin ich ja quasi schon wieder am Castle, ne? Und da oben in den Kopf komme ich halt nur über den Sandeturm. Da will ich jetzt ehrlich gesagt aus Gründen nicht hingehen. Da ist die Stadt. Ich habe aber wirklich keine Stadt gesehen. Ist, was mich da dran so stutzig macht, aber die muss ja da oben irgendwo sein. Die muss ja irgendwo da oben rumgammeln. Weil wo sollte sie sonst sein? Wie auch immer die über diese Hügel hoppeln? Aber wir waren halt, glaube ich, überall. Ist sie wirklich versteckt? Okay, einmal ein Try gebe ich der Sache noch. Hey, Schrapp ist wieder da. Das ist halt auch nichts, ne? Das ist ja nur der Weg zu der Höhle. Ist ja auch nicht so viel Platz für noch eine Stadt eigentlich. Deswegen dachte ich, die wäre da in dieser Oase, aber da ist sie nicht. Super strange. Aber hier ist ja nichts, hier ist ja nur das Ding. Ist ja nur dieses super tolle Rätsel. Außer die wohnen halt doch irgendwie auch in so einem Berg oder so gekauft und man sieht's nicht und die sind geheim. Die ja irgendwie passen. Okay, das ist einfach nur ein Grafikglitch. Ja, das wäre super, wenn du eine hättest. Das wäre fantastulös an dem Punkt. Fantastisches, gewissermaßen. Cool, das ist gar nicht hier. Mich doch verarschen. Ich will jetzt nicht die Person sein, aber
Ach, da hinten. Warum wohnen die denn auf dem ganz anderen Kontinent? Wollen die mich eigentlich verarschen? Ja, gut, dass du eine Karte gefunden hast. Danke, Domi. Hä? Die sind auf einem ganz anderen Kontinent. War ich da nicht sogar schon? Nee, war ich nicht. Die sind auf dem komplett anderen Kontinent, die Lümmel. Sie sind über der Höhle, wo Unai... Aua! Mann! Unai gepennt hat. Richtig. Das ist halt einfach links oben. Nee, nicht gesagt, das ist hier um die Ecke. Was machen die denn dann hier? Mann. Das hier ist auch eigentlich echt eine Spielzeitstreckung. Es tut mir leid, aber... So 2-3 Mal wäre das cool gewesen, aber doch nicht 40 Mal. So, wo bin ich denn da? Ja, das ist nämlich da, wo ich die ganze Zeit hin wollte. Siehste mal. Schrammen wir mal rüber. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt auch wenigstens, der Besuch in Felgabart. Ah, müssen wir von der anderen Seite hin, oder? Vorbei. Muss ja nochmal drüber schrammen irgendwo. Hier ist Unis Höhlchen. Vielleicht? Ach komm, der eine Klopster. Okay, ich glaube, ich habe es gefunden. Weil hier sind halt überall... Ich meine, ja, die brauchen noch Trinkwasser, verstehe ich. Aber hier sind überall so mysteriöse... Seen einfach random in die Weltgeschichte gekackt. Das kann doch kein Zufall sein. Die müssen doch irgendwas zu bedeuten haben. Falgabart. Hi. Willkommen in Falgabart, dem Ort des Trostes für diejenigen, die die Kunst der Dunkelklinge zu beherrschen suchen. Warum sind die eigentlich alle depressed? Was hat's damit eigentlich auf sich? Dass die alle fucking depressed sind. Nur jene, welche die innere Dunkelheit überwinden, können Dunkelklingen führen. Dunkelritter sind darin wahre Experten. Das ist einfach Rikus Dorf. Und dann haben die einfach nur Level 3 Zauber. Was ist denn hier schiefgelaufen? Was ist denn hier los? Okay, schade. Ja, natürlich ist die Genji-Rüstung besser. Hätte man erwarten können. Genji-Sachen sind ja meistens so die Creme de la Creme am Ende eines Final Fantasy. Ah, gut, dass wir uns nicht um das Ashura bemüht haben. Wie ich schon sagte, es ist nutzlos. Okay. Aber wir wollen ja auch jede Stadt mal gesehen haben. Das gehört ja auch dazu. Die legendäre Klinge Masamune ist seit langem verschollen. Ich hörte jedoch, dass sie verborgen auf einen wahren Meister wartet. Hast du auch gehört, wo ungefähr? Kannst du mir ein X auf die Karte malen? Vor langer Zeit gab es Kämpfer, die mit Dunkelklingen und kraftvollen Wurfwaffen kämpften. Man nannte sie Ninja. Ja, Ninjas sind auch cool. Die Monster in der Höhle der Schatten nördlich von Amur können nur mit Dunkelklingentechniken besiegt werden. Niemand kehrt jemals zurück. Ja, about that. Hi, ich bin zurückgekehrt. Einige Monster sollen sich spalten und vermehren, wenn man sie mit physischen Attacken angreift. Es gibt sozusagen doppelt Ärger. Und es kommt noch härter. Tja, nun, das Wissen wäre toll gewesen, wenn wir doch nur vorher hergekommen wären.
Die Monster, die in dieser Höhle ihr Unwesen treiben, kann nur ein Meister der Dunkelklinge erlegen. Ihr habt da überhaupt keine Chance. Hey, das tut Dingus auch weh, ja? Das sieht mir noch nach einem Mini-Dungeon aus. Den machen wir dann lieber heute nicht mehr. Ja, die 14 Ninjas sind richtig wild. Ich habe mal voll gerne Ninja gespielt, aber wenn du da einmal raus bist, kommst du da nie wieder rein. Aber die haben schöne Musik hier. Das ist eine richtige Wohltat nach der Dungeon-Musik. So. Hast du noch coole Items für mich? Auch nur so den üblichen Kram. Na gut. Immerhin sind wir jetzt reich. Also wenn ich Bock habe, könnten wir uns mal 640 Gil... Warte, wieso mache ich das? Ich habe ein Schiff, in dem ich umsonst übernachten kann. Naja, zu spät. Aber ich könnte mal noch die ganzen geilen Zauber holen. Das machen wir auf jeden Fall demnächst, ne? Nur Stufe 8 Zauber hatten sie, glaube ich, nicht, ne? Aber die Stufe 7 Schwarzmagie fehlt uns größtenteils noch. Also hier ist noch ein bisschen. Damit der Ark da auch noch so, ne? Wenn er denn Schwarzmagier bleibt. Aber er macht halt schon guten Schaden eigentlich. Mag ich halt schon gerne, den Schwarzmagier. Okay, ich glaube, das war's für heute. Wir gucken uns auf jeden Fall nächstes Mal noch die Höhle an. Da ist vielleicht auch noch interessanter Kram drin. Bevor wir dann zu Doga und Unai zurückkehren und mal gucken, wie es dann langsam ans Finale geht, möchte ich mal meinen, weil der Weg zu Sande ist frei. Wir haben, glaube ich zumindest, lass mich nicht lügen, aber ich meine, das wäre das letzte Zähnchen gewesen. Zahn des Wassers, Windes, Feuers und der Erde. Richtig. Das heißt, wir haben alle Zähne zusammen. Wir können die Barriere brechen. Und dann geht's schon mit Riesenschritten aufs Finale zu. Das wird aufregend. Aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen vielleicht auch optionalen Kram vor uns. Level 40 scheint mir fürs Finale eventuell auch nicht ausreichend zu sein. Mal gucken. Aber wird cool, glaube ich. Ich freue mich auf den Crystal Tower.